Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte. Heute geht es um das Thema Kommunikation. Kommunikation, das an meiner Schule, der Altkönigsschule in Kronberg, das neue Monatsthema im Januar sein wird. Und dazu habe ich wieder eine tolle Geschichte ausgesucht aus Der Kaufmann und der Papagei von Nosrat Pezeshkian, dessen Geschichten ich ja so gerne vorlese, weil dieses Buch nämlich 40 Jahre alt ist. März 1979 zum ersten Mal erschienen, März 2019 40 Jahre alt. Und aus diesem Buch lese ich heute die Geschichte Die halbe Wahrheit. Vom Propheten Mohammed wird folgende Begebenheit berichtet. Der Prophet kam mit einem seiner Begleiter in eine Stadt, um zu lehren. Bald gesellte sich ein Anhänger seiner Lehre zu ihm. »Herr, in dieser Stadt geht die Dummheit ein und aus. Die Bewohner sind halsstarrig. Man möchte hier nichts lernen. Du wirst keines dieser steinernen Herzen bekehren.« Der Prophet antwortete gütig, »Du hast recht.« Bald darauf kam ein anderes Mitglied der Gemeinde freudestrahlend auf den Propheten zu und rief, »Herr, du bist in einer glücklichen Stadt. Die Menschen sehnen sich nach der rechten Lehre und öffnen ihre Herzen deinem Wort.« Mohammed lächelte gütig und sagte wieder, »Du hast recht.« »O Herr«, wandte da der Begleiter Mohammeds ein, »zu dem ersten sagtest du, er habe recht. Zu dem zweiten, der genau das Gegenteil behauptet, sagst du auch, er habe recht. Schwarz kann doch nicht weiß sein.« Mohammed erwiderte, »jeder Mensch sieht die Welt so, wie er sie erwartet. Wozu sollte ich den beiden widersprechen? Der eine sieht das Böse, der andere sieht das Gute. Würdest du sagen, dass einer von den beiden etwas Falsches sieht? Sind doch die Menschen hier wie überall böse und gut zugleich. Nichts Falsches hat man mir also gesagt, sondern nur Unvollständiges. Denkt einmal darüber nach, in Bezug auf eure Kommunikation, in Bezug auf das, was ihr jeden Tag hört, was ihr miteinander redet. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt einfach eure Erfahrung, eure Meinung, eure Gedanken dazu hier unten in die Kommentare. Ich will aber noch etwas dazu lesen, was Nosrat Pezeshkian selber zu dieser Geschichte auch schreibt. Geschichten, schreibt er, können auf vielfältige Weise wirken. Uns interessieren vor allem die Funktionen der Geschichten, die mit der Entstehung und Änderung von Konzepten zu tun haben, ihre erzieherische oder therapeutische Bedeutung. Dabei halten wir uns an die vier Bereiche, die den hauptsächlichen Austragungsort von Konflikten darstellen, nämlich erstens die Beziehung zum Körper, zweitens die Beziehung zur Leistung, zum Beruf oder auch zum Beruf des Schülers, zum Dasein in der Schule. Drittens die Beziehung zu anderen Menschen und Gruppen. Das nennen wir Kontakt, Tradition. Familie kommt da rein, Freundeskreis, die Klasse, in der man ist, die Arbeitsgruppe, in der man ist, was auch immer. Und viertens, der vierte Bereich, die Beziehung zur Intuition, zur Fantasie, zur Zukunft, zum Glauben. Und in diesen vier Bereichen, die sind der hauptsächliche Austragungsort von Konflikten. Und innerhalb dieser vier Bereiche können Geschichten wirken und können eine Veränderung von Konzepten herbeiführen, von Gedanken, die man denkt, wo man denkt, da stecke ich jetzt fest, da komme ich einfach nicht weiter. Und da können die Geschichten ihre Wirkung entfalten. Um einem Missverständnis vorzubeugen, schreibt Pezeshkian weiter,
Wir beschränken uns bewusst darauf, die orientalischen Geschichten in ihrer psychosozialen Funktion zu sehen, bezogen auf die besondere Situation der Psychotherapie oder psychotherapieähnlichen Beziehungen. Damit greifen wir nur einen Aspekt der Geschichten auf. Einen anderen Aspekt überlassen wir dem Leser bzw. hier jetzt dem Hörer. Die Geschichten nämlich als Kunstwerke, als Miniaturen zu begreifen, deren Verständnis durch die psychologische Deutung allein nicht abgedeckt wird. In diesem Sinne öffne ich jeden Tag für euch erneut das Schatzkästchen mit neuen Geschichten aus diesem Buch Der Kaufmann und der Papagei, orientalische Geschichten in der positiven Psychotherapie, erschienen im Fischer Verlag in der Reihe Geist und Psyche Taschenbuch. Könnt ihr euch eigentlich auch mal zulegen. Ist gar nicht so teuer. Also meins hier hat 8,90 Euro gekostet. Na, wie auch immer. Ich freue mich jedenfalls drauf, wenn ihr reagiert, wenn ihr irgendwas in die Kommentare schreibt und wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn ich eine neue Geschichte vorlesen werde. Bis dann, euch noch einen schönen Tag.